Ich höre Kahn sehr, sehr oft, wenn er schreit. Manchmal schreie ich auch zurück. Ich krieg bei sowas die Macke. So eine kleine Ecke, ja. So die Therapie-Ecke. Erzählt mir euer Leben. Also die Frage habe ich aber nicht gelesen. Hallo ihr Lieben. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei DIY-Inspiration und herzlich willkommen bei uns im DIY-Studio. Genau, wir haben das DIY-Studio neu gemacht und es ist auch mein Büro gleichzeitig, weil da kam auch ganz oft eine Frage. Wir werden natürlich alle Fragen, die ihr uns gestellt habt, ne, beantworten. Genau. Bei Instagram und bei YouTube hatte ich das Ganze reingestellt. Wir hatten nach Fragen gefragt und ihr habt fleißig gefragt. Genau, wir können euch erstmal hier, ihr seht ja schon, wo wir stehen. Genau, das ist hier so der Bereich, wo wir immer unsere Videos drehen. Mhm, ne? Wo wir auch häufig auf dem Boden sitzen. Genau, weil Beine einschlafen. Weil es halt einfach bequemer ist. Das ist hier übrigens nur ein Vorhang, eine Lichterkette dran, Lampe, Kuschelfelle mit den Kissen richtig. Auch. Und ab und zu, wenn wir auch mal 10 Arten drehen, drehen wir auch mal von der Wand. Ja. Genau, ja, das ist so der Bereich hier, wo wir wirklich nur, also hier so, die Videos drehen. Ja, das genau. Ist das, das ist sozusagen das Setting für die Videos. Willst du uns schon mal die erste Frage stellen, ja, klar. Claudio? Die erste Frage ist, wo ist Biancas Schreibtisch? Genau, das kann ich euch direkt mal zeigen, weil wir sind in die andere Richtung rüber. Hier ist sozusagen, wo wir die Videos aufnehmen und hier ist gleichzeitig, wie gesagt, auch mein Büro, deswegen haben wir das hier so geteilt. Das ist mein Schreibtisch. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Hier kann ich gut mich um alles kümmern. Ja, mein Kaffee steht auch hier und meine Wasserflasche, die... Ich meinte ja das. Ach so, ja. Cool, ne? Ich dachte mir so, ich will auch so eine Bling-Bling-Maus haben. Ja. Und hier sieht man ein ganz süßes Bild von Bruno. Der ist immer bei mir. Und hier habe ich auch ein ganz schönes Bild und zwar ist das eine Ballerina. Hier arbeite ich halt so. Hm. Genau. Lagert ihr die DIY-Sachen alle in eurem Studio? Wenig momentan. Also es ist viel draußen auf dem Flur. Ich glaube, da habt ihr die Schränke ja bei verschiedenen Challenges und so auch schon gesehen. Da sind die Sachen gelagert und ich habe auch einen Teil davon unten in der Küche in den Schränken. Also die sind eigentlich hier bei uns im Haus überall so verstreut. Also auch in der Cloud ist mal ein bisschen was und so. Aber das, was wir hauptsächlich oft nutzen, ist bei Eva in der Küche und hier. Also wir haben zum Beispiel das jetzt nichts drin. Ich suche mal einen, wo was drin ist. Hier ist zum Beispiel Papier drin gelagert. Oder hier gibt es dann Washi-Tape. Also ein bisschen was. Genau, ganz also hier haben wir auch so Heißklebepistolen. Also wirklich so das, was wir brauchen, ist sozusagen hier im Schrank. Damit haben wir auch die Frage beantwortet, was ist in euren Boxen drin? Genau. Also hier ist Büromaterial, DIY-Zeug, so Zeug. Halt. Bianca, wichtige Frage. Hört man eigentlich Kahns Stimme, wenn er zockt? Ja, also ich höre gerade Danias Stimme von draußen. Ja, die drehen auch einen Gang gerade. Klar, wenn wir DIY drehen und so, dann hört das Eva auch, dann hören wir ihn. Mhm. Und oftmals, wenn ich auch alleine hier im Studio bin oder mich konzentrieren will, ja, ich höre Kahn sehr, sehr oft, wenn er schreit. Manchmal schreie ich auch zurück. Ja. Okay. Wände sind nicht allzu dick bei uns. Nee. Ja, das stimmt. Studio leider. Ist auch direkt hier nebenan, deswegen. Das stimmt. Werdet ihr für Weihnachten dekorieren? Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Ja. Es wird auf jeden Fall nicht mehr so bunt und bim-bing. Also zumindest nicht hier. Wahrscheinlich schon im Setting für die Videos. Ich kann mir so weiß, silber, rosa ganz gut vorstellen. Ja, genau. Also hier so in dem Bereich. Aber dadurch, dass ich ja auch mit in dem Studio arbeite, ich krieg bei sowas die Macke. Ich kann nicht so viel blinken, also so ganz viel, da kann es ich... Es gibt keine fluoreszierenden, neonfarbenen... Genau, das lernen wir dann vielleicht mehr auch so mit in der Küche und unten und überall. Da kann sich Eva noch mal mehr austoben. Was ist in den Kisten? Das haben wir ja gerade schon beantwortet. Mhm. Wir haben ja gerade schon ein bisschen reingeguckt. Einige sind noch leer, da können noch Sachen rein. In anderen sind Materialien drin. Papier, Washi-Tape, Heißklebepistolen. Ja, nächste Frage auch zum Studio. Baut ihr das Studio mal um? Also wir haben es ja jetzt momentan gerade umgebaut. Das heißt, wir werden es jetzt, denke ich, nicht mehr umbauen. Nee. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber es ist erstmal nicht geplant. Aber so in den nächsten Monaten ist es erstmal nicht geplant. Wir haben ja jetzt wirklich viel gemacht. Zum Beispiel das Bänkchen ist ja auch neu. Ja, passt auch richtig schön. Letzte große war ja die Wand, die dann weiß geworden ist und die Vorhänge. Und seitdem ist ja noch das Bänkchen dazugekommen. Und hier in der Ecke hat sich ja auch noch einiges verändert. Genau. Was mögt ihr denn am meisten im DIY-Studio? Also ich mag am meisten meinen Schreibtisch, weil es da gechillt ist. Mhm. Und ich muss sagen, hier. Ich sitze hier richtig gerne und nicht nur ich, sondern egal wer in mein Studio kommt, auch Kahn. Kahn setzt sich immer hier so hin. Wenn er sich mit mir unterhält, setzt er sich hier so hin. Ich sitze meistens Kahn da am Schreibtisch. Und ich sag dann immer, komm, fühlst dich wohl hier. Ne? Da gibt es immer ungern zu, aber er fühlt sich sehr wohl. Auch alle anderen, die halt da sind, die setzen sich eigentlich immer hier hin. Das ist wie so eine kleine Ecke, so die Therapie.
Therapieecke. Erzählt mir euer Leben. Was ist dein Lieblings? Ich mag es hier sehr, sehr gerne auch. Und inzwischen, da ist ja jetzt die Truhe noch. Da sitze ich inzwischen auch gerne. Ja. Also die Truhe, die kann ich ja nochmal zeigen. Also hier hinten ist sozusagen das, wenn wir irgendwas drehen oder basteln, dass ich mich hier ne, aufnehmen kann. Oder auch, wenn wir an dem großen Tisch drehen. Aber es ist natürlich auch so, wo wir so das Zeug hinten verstecken. Ich mein privates Zeug so ein bisschen hinten hin tun kann. Und in der Truhe tatsächlich sind eigentlich hauptsächlich Klamotten von mir. Weil wir ziehen uns ja auch oft um durch die ganzen Videos, die wir drehen. Und ich kann nicht jeden Tag mal die Klamotten mitschleppen und deswegen. Sehr praktisch. Genau. Und es ist eben, Claudio ist gerade auch zur Tür zurückgegangen. Das ist halt der Blick, den man hat, wenn man ins Studio reinkommt. Und dann sieht es halt super aufgeräumt aus. Ja, genau. Deswegen haben wir uns auch dafür für die Trennwand entschieden. Seid ihr eher ordentlich oder unordentlich im Studio? Hm. Eva, entscheide, was bin ich? Ordentlich. Ja, ich bin extrem ordentlich. Ich bin auch diejenige, die sofort nach einem Video aufräumen muss. Hier oben bin ich tatsächlich auch ordentlich und zu Hause bin ich auch ordentlich. Aber unten in der Küche, habt ihr wahrscheinlich auch schon öfter gesehen in Videos, ist es meistens sehr, sehr voll. Aber ich weiß, wo die Sachen sind. Das ist die Hauptsache. Es ist unordentlich und es liegt Zeug rum, aber es ist sauber. Ja. Also ich mache regelmäßig sauber. Das stimmt. Aber es liegen trotzdem, nach 2 Tagen sind die Sachen einfach wieder da. Ja. Was ist eure Lieblingsecke? Ecke. Also Ecke würde ich sagen, die Ecke. Ja, auf jeden Fall. Wenn es ein Winkel sein soll, dann... Ja, am meisten unsere Videos. Ne? Ja. Genau. Warum ist das Studio so klein? Ich glaube, das Studio ist nicht klein. Nee. Es wirkt nur so. Also ich glaube, es ist so groß wie auch Kahn-Lines. Ich glaube, es ist sogar größer. Ja, ein Stück, ne? Es ist ein bisschen größer als Kahns Studio sogar. Ich finde, es wirkt inzwischen auch deutlich größer, als es vorher gewirkt hat. Ja, definitiv, weil es halt strukturierter und aufgeräumter und cleaner ist. Aber ihr seht ja immer nur in den Videos diesen Bereich. Ich denke, so 15 Quadratmeter oder so sind das. So ja, auf jeden Fall. Es ist ein richtiges 15, Büro, Kinderzimmer, keine Ahnung. Also ja. Ist eine gute Größe. Die Küche unten ist übrigens fast zu groß. Woher sind die Chanel-Bilder? Von Amazon. Ja, ich liebe die Bilder. Ja, ich genau, die sind von Amazon. Die Rahmen sind von Ikea. Wir haben die Glasscheiben rausgenommen. Dadurch hat es jetzt nicht mehr diesen Glanz. Ja, weil das Problem ist, durch die Lichter, die wir haben, spiegelt das immer. Ja, es gibt ganz, ganz wunderschöne Bilder. Also wir verlinken euch die ja auch, wenn ihr bei Amazon guckt. Aber die werden vielleicht auch irgendwann ausgetauscht. Ja. Also da sind wir auch flexibel, ne? Ich finde den Stil aus dem ganzen Rosa sehr, sehr, sehr schön. Das, der Rest hier ist übrigens, das meiste ist tatsächlich alles über Amazon bestellt. Außer die Sessel, die sind auch von Ikea. Warum habt ihr rosa gestrichen? Die Frage fand ich sehr lustig. Wir haben nicht rosa gestrichen, tatsächlich. Ich habe ja die Wand weiß übergestrichen. Die war vorher rosa. Also wir haben eigentlich nur die beiden Wände getauscht. Was stimmt, knalliges Pink. Einmal dahinter in die Ecke. Genau, wie hier. Ja. Wir wollten es halt eigentlich weiß haben und clean und haben uns gedacht, für den farblichen Hintergrund, ne? Ja, nehmen wir den. Genau, haben wir halt einfach Vorhänge, weil dadurch sind wir auch flexibel, wenn wir mal das Setting ändern wollen. Warum steht im Studio eine Umkleidekabine? Ich fand die Frage so süß. Ja, die ist echt süß. Also wie gesagt, das ist ja eine Trennwand hier. Einfach auch, damit man das Chaos nicht so sieht. Ja, Leute, ich ziehe mich sehr, 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 sehr oft um am Tag und ziehe mich da hinten um, weil es klopft zwar jeder an, aber man weiß es ja nie, ne? Manchmal ist es doof. Und manchmal klopft man auch an und macht die Tür einfach direkt auf. Genau. Und natürlich auch für meine privaten Taschen, Sachen, ne? Da kann ich die alle da hinten verstauen. Okay, dann haben wir noch einen. Die letzte Frage. Warum ist Claudio so cool? Oh, das ist also die Frage habe ich aber nicht gelesen. Ja. Auch nicht gelesen. Aber ich kann es nicht beantworten. Das ist einfach seine einmalige Ausstrahlung. Oh. Danke. Sein Temperament natürlich auch. Claudio ist cool, weil er mit uns abhängt. Ja. Ja, danke. Nein. Nee. Das war schon mit den Fragen. So, das waren auch schon eure Fragen. Ja. Also ich muss sagen, ich fühle mich hier sehr, sehr, sehr wohl. Egal, ob wenn wir DIYs drehen oder auch ich hier arbeite in der Ecke. Oder wenn wir 10 Artenvideos hier drehen. Genau, deswegen haben wir auch so diesen Wohnzimmer-Flair, eben weil wir halt auch ganz verschiedene Videos machen, wie auch Artenvideos oder auch, ihr wird ja auch öfters mal gedreht, wenn wir auch bei Spiel mit mir was drehen. Oder dein Geburtstag haben wir ja auch hier gefeiert, deinen 60. Geburtstag. Deinen 60. Geburtstag. Genau, also deswegen, ne, also flexibel man hat hier immer so diesen, genau, und das war uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir halt einfach hier auch flexibel Videos drehen können. Mhm. Also Eva fühlt sich auch sehr, sehr wohl. Ich bin ja immer auch sehr ganz, gerne. Ganz viel hier. Bin sehr viel hier. Genau. Ja, genau, das waren eure Fragen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr unser Studio? Und findet ihr es cool?
Genau. Wenn ihr das Ganze auch von der Küche sehen möchtet, schreibt es gerne auch unten in die Kommentare. Ich glaube, klar, habt ihr da in den Videos auch schon viel von gesehen. Aber wenn ihr es nochmal in Ausführlichkeit sehen wollt, gerne unten reinschreiben. Ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren nicht vergessen. Und dann bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.